Spielerisch und niederschwellig, so waren die Eingriffe in der Stadt Biel, die im Sommer 2019 neue Optionen für ein lebendiges, an Menschen orientiertes Zentrum eröffnet haben. Dabei wurden Planung und Mitwirkung zusammengedacht, systematisch in einem temporären Prozess begleitet und ausgewertet. Diese Einladung zu den Sommerinseln in Biel wurde angenommen. Und die Nutzung der neuen, vorher wenig beachteten Stadträume macht deutlich, wem der öffentliche Raum gewidmet sein soll. Je suis très ravi que la ville de Bienne reçoive cette distinction pour son projet unique des îlots d'été réalisé à l'été 2019 au centre-ville de Bienne. Im Rahmen dieses Projekts ist es uns gelungen, mit innovativen Ideen neue Nutzungsformen des öffentlichen Raumes für die Menschen bereitzustellen. Wir konnten testen, was kommt an, was wird gebraucht, was vielleicht etwas weniger. En ce sens, cette distinction est pour nous une motivation de continuer ce chemin, de valoriser les espaces publics au centre-ville et dans les quartiers, de mettre l'être humain au centre de nos préoccupations, car c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, à un moment où les centres-villes sont soumis à un profond changement, aussi suite au changement dans les habitudes de consommation des clientes et clients, et c'est comme ça que nous voulons rendre un centre-ville attrayant pour l'avenir.